Herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, dem DLC mit Kidman, wo ich mir in der letzten Folge am Ende mal wieder in die Hose gemacht habe. Ärgerlich war das. Musste ich die Folge erstmal unterbrechen. Na. Ich gehe da mal nicht weiter. Vergessen Sie nie, Sie sind eine von uns. Ja, Mobius, oder wie ihr heißt. Ja, ich werde nochmal daran erinnert, dass man das Licht benutzen muss, damit ich hier durch die Tür komme. Weil hier komme ich nicht durch. Aber wir haben ja unser Magic Light, mit dem wir keine Zombies besiegen können, aber Mauern entfernen. Oder auch nicht. Was? Natürlich muss man bestimmt hier weitergehen. Nein, hier geht's auch nicht weiter, bitte was? Ach, da hinten. Wahrscheinlich, oder was? Oder reicht das Licht hier nicht und muss ich Licht hinzufügen? Hä, was ist denn hier los? Hier ist doch die Tür. Hier ist 100 pro die Tür. Verschwinde! Du stiehlst mir hier die Show, Junge. Das ist es nicht. Hä? So, ich bin überfordert. Also hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier muss ich weiter weggehen oder was? Halten. Das Zeichen. Es ist unvollständig. Okay. Weil da unten bei dem Stern was fehlt oder fehlt da. Ach nee. Das L fehlt. Das. Dieses, was die alle auf den Händen hatten. Ja, das Zeichen ist unvollständig. Ja, und wie soll ich das jetzt machen? Ach so. Ja. Da zeigt man mir schon, wie man es macht, ne? So. Ja, es ist. So, kriegen wir hin, oder? Super. So, wieder alles dunkel. Ich möchte mich nicht wieder so erschrecken. Nicht wieder wegrennen müssen. Die Luft hier ist drückend. Hier ist alles drückend. Ja, da kann ich was gucken und das mache ich auch, glaube ich, jetzt mal. So, was haben wir hier? Eine Kassette. Einmal reinhören. Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig und wie ich's verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Ja. Anfangs vielleicht. Oh. Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen. Habe ich es kaputt gemacht? Nein, das war bestimmt der letzte Satz, den er gesagt hat. Ja, man hat von diesem Mobius... Wie heißt es jetzt Mobius? Ich weiß es gerade gar nicht. Auch kaum etwas im Hauptspiel mitbekommen, nur ganz kurz... Hier haben wir den Leuchtturm der Nervenanstalt.
dem Beacon Mental Hospital. Und ich habe das Gefühl, dass ich nicht lange allein bleibe. Und dass ich mich hier verstecken muss. Wir können es aber auch dabei belassen, dass ich einfach nur rumlaufe. Das wäre mir persönlich doch lieber. Ach, guck mal, Ruvik. Wir laufen hier rum. Und entdecken nichts. Aber Leslie soll hier sein. Setzen Sie sich hin, genießen Sie die Show. Ich glaube, wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Das Video. Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Immer diese Wissenschaftler. Wer weiß, was hinter verschlossenen Türen heutzutage bereits so experimentiert wird. War es das jetzt hier? Muss ich noch irgendwo hin oder... Ich gehe mal wieder raus, weil ich glaube, hier drin ist nichts, oder? Soll ich mir noch irgendwas hier anschauen? Ich glaube nicht. Hier passiert doch jetzt bestimmt irgendwas. Verstörende Geräusche. Ich darf nichts übersehen, ich darf nichts übersehen. Ich muss mir alles anschauen. Den Kopf. Ach, guck mal. Habe ich da jetzt irgendwas von, dass ich das aufgedeckt habe? Ach so. Ja, jetzt erkenne ich ja diese Anlage hier mit dem Badewannen. Hallo, ist da jemand? Hallo? Was? Andere Perspektive? Zumindest ist das Ganze realistisch, mehr oder weniger. Es ist also keine Fantasy so gesehen. Also irgendwie. Ach da, ja, ich reagiere. Huch, nein! Oh, Kidman. So. Nochmal ein Bild von der Badewanne. Möglichst viel Komfort soll geboten sein. Oh. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn so kann man das sagen. Ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen.
Mit Rubik? Wie war noch gleich sein Name? Oder Ruben, wie er damals hieß. Ruben. Ruben Victoriano. Tja, Freunde, das war eine schlechte Idee. Nein! Da kommt auch wieder dieses Mistvieh. Vorher hat es immer Leslie gesagt, jetzt sagt es Kidman. Oh, sehr gemütlich. Einmal in den Darkroom, bitte. Ich stehe nicht auf diese Scheiße hier, Freunde. Was tut die Tür da hinten? Sie tanzt. Im Takt zu welcher Musik? Ich höre keine Musik. Sie macht einfach Freestyle. Und was erzähle ich hier eigentlich? Ich weiß nicht. So, hier können wir eine Tür aufmachen. Bei der sollten wir es, glaube ich, nicht versuchen. Ja, die lassen wir mal sein. Machen wir mal die hier auf. Okay. Warum so schnell? Wirkt, als sei sie geflüchtet. Guck mal, wir gar nicht wissen, was hinter der Tür auf uns wartet. So. Ein Kontrollpunkt. Herz allerliebst. Was mit mir los war? Mir ging's nicht so gut, aber... Okay. Lass uns einfach hier abhauen. Sebastian. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Joseph. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Wie das Ganze parallel hier ablief. So, in dieser Folge, ja, erfahren wir viel, ein bisschen zu der Geschichte. Wie das mit Jimenez, dem Doktor, so ablief. Natürlich. Achso. Agentenstatus entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Ja, Biometrieabteilung, gehen wir mal hin. Vielleicht können die uns ja weiterhelfen. Laut Computer. Schon. Kätzchen! Beim Kätzchen fühle ich mich wohl. Komm, erst mal wieder eine kleine Kuscheleinheit zwischendurch, na? Neuer Speicherplatz. So, ich bin gespannt, wie lange das DLC geht. Also ich brauche ja immer ein bisschen länger als alle anderen. 1:19 sind wir mittlerweile. So viel haben wir eigentlich noch gar nicht erlebt. Ja. Klar, auch ja. Ich würde jetzt auch lieber eine Katze streicheln, als dieses Spiel zu spielen. Weil es ist lange nichts mehr passiert. Und ich mache mir durchaus Sorgen, dass das bald wieder der Fall sein könnte. Ein Aufzug. Den nehmen wir nicht, wir nehmen den Aufzug. Einige Dinge werden Ihnen nicht real erscheinen, aber lassen Sie sich nicht verwirren. Es dauert etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber Sie sind besser dran als die anderen. Und ja, die anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie ihnen in die Quere, wissen Sie, was zu tun ist. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Mann, du kannst doch deine Kollegen Joseph und Sebastian nicht einfach im Stich lassen, nur weil man es dir sagt. Wie viel Geld kriegst du dafür, Kidman? Was kriegst du überhaupt dafür, dass du das tust? So, da geht's weiter. Ich guck mich erstmal um hier, ne?
So, hier liegen ein paar Mitarbeiter. Auch wieder mit den L-Handschuhen, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir nachher hin. Bin mir ziemlich sicher, dass wir da rein müssen. Und da kommen wir, glaube ich, aus, ne? Ganz genau. Wir stolpern direkt über den Typen da. So, grünes Gel-Statue gibt es zwar nicht, aber ich sollte mich zumindest immer mal umschauen hier nach dem Zeichen. Warte mal, was mache ich hier? Es geht da durch, aber es geht auch da durch. Okay. Ich mache erstmal hier wieder ein bisschen was tippen, ein bisschen chatten. Mhm. Bitte Subjekt Gesichts-, Hand- und Neuralprofil erstellen lassen. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Wir erstellen kurz ein Profil. Erinnere mich an Half-Life 2. Diese Kameras, die da rumgeflogen sind. Gesichtsprofil erstellt. Gleicht inaktivem Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Nein! Mach die Tür zu. So, erstmal gucken, was wir hier so vorfinden. Ja, schön rein da. Jemand, der sich versteckt hat. Vor der Arbeit. Und dabei elendig verhungert ist. Ja, irgendwann muss man doch rauskommen und was essen. Ach so, hier kann man nur so hin und her laufen. Ja, okay. Davon hatte man jetzt nicht wirklich was. Oder habe ich da wieder was übersehen? Habe ich da vielleicht eine Schnecke übersehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss das nochmal probieren, weil dieser Gang sonst für mich völlig sinnlos war. Nö. Hier ist wirklich nichts. Ich kann ja nochmal über den drüber gehen, aber... Nein, hier ist nichts. Was? Das hätte man sich wirklich sparen können, ja? Das hätte man sich sparen können. Jetzt bin ich hier umsonst einmal reingegangen, aber egal. So, hier liegen viele rum, das gefällt mir nicht. Und ein Kontrollpunkt bedeutet, dass mindestens einer von denen gleich wach wird. So, ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich gerade ein bisschen an Metal Gear Solid 1. Kurz bevor man bei Metal Gear Rex angekommen ist. Der großen Maschine, wer es halt kennt. Und wer es nicht kennt, sollte es definitiv kennenlernen. Das! Freunde, nicht mit mir. Lass mich hier in Ruhe. Ich suche doch nur Leslie. Oh, die Hand auch noch scannen. Scan. Bitte während des gesamten Vorgangs still. Ja, stillhalten, das ist genau das Richtige. Gute Bettina, Name. Handprofil erstellt. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autorisierung abzuschließen. Was? Was soll ich machen? Ich soll vor allem abhauen, glaube ich. Das haben sie mir gesagt. Ach, hör auf. Der kommt jetzt noch nicht um die Ecke, oder? Ich versteck mich mal hier. Da hinten ist schon wieder... Also da allergrößten Respekt, was die sich hier einfallen lassen an Kreaturen. Das hat man so eigentlich selten vorher gesehen. Auch schon im Hauptspiel die Gegner. Vielleicht ist das blind? Ja, das wäre sehr schön. Das Problem ist, ich gehe nochmal zurück. Kann da wahrscheinlich jede Sekunde wieder rauskommen. Ich kenne seinen Weg nicht. Ja, vielleicht ist es blind. Was habe ich davon? Wo ist er hin? Da hinten. Da soll er gerne bleiben. Okay, blind. Davon habe ich schon was. Ah, was ist das für ein doofer Gang hier? So, raus hier. Ein Kontrollpunkt. Under Construction. Musik jetzt hier gerade.
Alter. Was ist... Was? Wo kommt was her? Oh Mann. Bleib mir fern. Bleib mir fern. Ey, jeder normale Mensch könnte doch hier draufklettern. Oh je, was ist das? Bitte, was ist das? Also das ist ein Zombie. Die Beine sind einmal umgedreht. Er hat einen... Wow! Mist, da kommt aber noch einer. Zum Glück sind die Dinger echt blind. Ich glaube, die Explosion wäre auch nicht so gesund für uns, aber was sind das für Hörner, die da aus dem Körper wachsen? Hinten ist aber noch einer. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich muss. Ich glaube, in die nicht so, oder? Ist hier irgendwas Besonderes? Da ist eine Flasche. Ich lasse immer weiter futtern. Beim Essen sollte man niemanden stören. Okay. Bleib einfach da. So, gucken wir mal, was wir hier so machen können. Hier ist einer um die Ecke auch am Essen. Da ist, glaube ich, nichts. Also gehe ich hier weiter. Ach ja. Jetzt sag nicht, ich muss da durch. Ich befürchte, aber hier gibt es auch eine Leiter. Das ist natürlich die Frage. Vielleicht geht jetzt hier das Hauptspiel weiter, aber dahinter der Tür ist vielleicht irgendwas Besonderes versteckt. Gegner anlocken. Ja, das mache ich jetzt mal, aber so, dass ich dabei in Deckung gehen kann. So, ich hoffe, ich locke nicht den anderen Gegner auf der anderen Seite an. So, die Frage ist, wo kommt der her? Aus welcher Richtung? So, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welcher Weg der richtige ist. Ich möchte erst etwas entdecken und dann... Okay, hier bin ich, glaube ich, erstmal richtig. Ich glaube, es geht nämlich da unten weiter. So, mach mal die Taschenlampe aus. So. Willkommen im Bergbau. Ein neues Rätsel, ein neues Rätsel. Was können wir hier tun? Was können wir hier machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Taste auswählen, Taste drücken. Okay, das bringt uns erstmal wahrscheinlich wieder nichts. Wir müssen wieder nicht das tun, sondern Hinweise suchen, wie das Ganze funktioniert. Hat das was mit den Helmen zu tun? Keine Ahnung. Ja, Kidman. Deine Aggression kannst du anders mal rauslassen. Aber jetzt müssen wir überlegen. Zwei Helme gehen runter. Einer geht... zwei gehen runter. Drei gehen runter. Einer geht rauf. Zwei davon haben Lichter. Ob das irgendwas zu sagen hat, ich weiß es nicht. Und hier haben wir ja noch mehr. Also hier muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt gerade. Es hat definitiv was mit den Helmen zu tun. Also glaube ich. Aber wie ich das jetzt hierauf interpretieren soll, habe ich keine Ahnung. Oder ist es unabhängig von den Helmen und das ist einfach irgendein Spiel, was ich herausfinden muss, wie es funktioniert. Am Ende muss alles leuchten. Ach so, warte mal. Das könnte sogar sein. Warte mal, den ich klicke, alles in der Umgebung dreht sich nämlich einmal genau um. So, um den jetzt zackt. Okay, aber nur die anliegenden, das heißt... Ja, das ist blöd. Und ich glaube, es muss einfach alles leuchten, also es hat nichts mit den Helmen zu tun. Boah, bei sowas bin ich total dämlich. Keine Ahnung. Das war jetzt Anfängerglück. Brieffragment 3. Super, dass wir das noch haben. Ich hätte echt gedacht, hier geht es erst weiter und dann da unten. So. Wo ist er hin?
Jetzt läuft er da hinten lang. Also den wieder zu reparieren, das könnte dauern. Der läuft da jetzt rum. Und ich hau hier ab. So, einmal bitte durch. Ich möchte nicht, dass uns jemand folgt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann das Ding jetzt aktivieren. Was habe ich davon? Mir bleibt nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Und wir öffnen damit dieses Tor. So, hier haben wir Blut. Eieieiei. Ich möchte hier raus, ich möchte hier raus. Doch, raus schaffen wir es, glaube ich, erst in der nächsten Folge, wenn überhaupt. Man weiß es ja nie, aber ich bin guter Dinge, dass das klappen wird. Wenn man das Tor trifft, ne? Das probieren wir dann in der nächsten Folge nochmal, ne? Bis dahin und tschüss.